Herzlich willkommen zu dieser kleinen Mod-Vorstellung und anschließenden Fahrt hier auf Bremen-Oldenburg. Ich stelle euch eine wundervolle neue Mod vor, und zwar von meinem guten Freund, dem Mabitze. Zum Downloaden gibt es das Ganze bei Trains & Community, und diese Mod ist ein Repaint für die Baureihe 185. Und zwar haben wir dann hier diese wundervolle Hectorail-Lackierung. Hier haben wir die Hectorail 241-005. Und ja, das Ganze von meinem guten Freund, dem Mabitze. Zum Downloaden gibt es das Ganze noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video sofort rauskommt, allerdings dann später im Laufe des Abends. Das heißt also, wer sich das jetzt pünktlich um 14 Uhr anguckt, wenn das Video hier rauskommt, da gibt es das noch nicht zum Downloaden, aber später am Abend, da gibt es das dann zum Downloaden bei Trains & Community, und den Link, den reiche ich dann noch nach. Der dürfte dann sich später noch in der Videobeschreibung mit einfinden. Sollte ich das nicht tun, gerne in die Kommentare rein, dass ich das vergessen habe. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal kurz aus und gucken uns das Repaint hier mal an. Genau, haben also hier dieses Repaint für die Hectorail-Loks, und zwar gibt es zwei Varianten davon. Einerseits gibt es die Varianten, die zugelassen sind in Dänemark, Schweden und Deutschland. Und dann gibt es noch die 185er-Varianten von Hectorail, die zugelassen sind in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die haben dann auch tatsächlich eine unterschiedliche Nummerierung und unterschiedliche Taufnamen. Hier haben wir Solo. Vorhin habe ich das Ganze gestartet und hatte dort, glaube ich, Skywalker gehabt. Also das Ganze ist auch tatsächlich nach Zufall, welche Lok man dann am Ende wirklich hat. Ne, ob es jetzt nun Solo ist oder Skywalker oder so, das ist tatsächlich dann in diesem Sinne realistisch. Ja, von außen natürlich alles toll mit den ganzen Texturen, mit den ganzen Stickern da an der Seite, Fremdeinspeisung und so weiter und so fort. Bombardier, Anstrich. Ja, sieht auf jeden Fall toll aus. Und neue Lichttexturen haben wir auch. Müssten wir zumindest eigentlich haben. Glaube ich zumindest. Wir gucken uns das Ganze mal eben an, ob das auch stimmt. Mit den Lichttexturen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches dazu sage. Und zwar machen wir uns erstmal PZB und LZB an. Und Lichter stellen wir auch mal so ein. Nee, das sind, glaube ich, keine neuen Lichttexturen. Nee. Na gut, okay, keine neuen Lichttexturen. Oder vielleicht doch, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, kleine Überarbeitung für die 185. Tatsächlich ist das auch so, dass die Loks, die zugelassen sind auf Dänemark, Deutschland und Schweden, die haben vorne, die haben oben nur zwei Stromabnehmer, während die Loks der anderen Variante, also die für Deutschland, Österreich und Schweiz, die haben tatsächlich dann oben drauf auf vier Stromabnehmer. Das Ganze kann man dann im Menü auswählen. Je nachdem, welche dieser beiden Varianten man auswählt, hat man dann entsprechend auch zwei oder vier Stromabnehmer. Und hier haben wir die Version dann eben mit zwei Stromabnehmern. Ja, wir sind ja auch im Fahrplanmodus unterwegs. Wir fahren das Ganze auch noch kurz für ein paar Minütchen. Eine kurze kleine Fahrt, die ich mir dazu rausgesucht habe. Dazu koppeln wir einmal hier vorne ab. Ich glaube, wir sind auch nur als Lokzug unterwegs. Achso, wir sollen... Sollten wir da gar nicht abkuppeln? Doch, sollten wir. Warten Sie einen Moment. Jawohl, wir warten noch einen Moment. Ja, stehen hier in Bremen-Olden. Ja, also in Oldenburg stehen wir hier. Auf der Strecke Bremen-Oldenburg mit der Baureihe 101, die hier vorne noch im Sandwich fährt. Eine 110er. Sehr schön. Genau, und wie ich würde sagen, wir begeben uns mal auf unsere große kleine Fahrt. Und starten das Ganze. Jawohl, Störung, Störung. Wir haben Signal. Da fahren wir natürlich nur mit Befehl 40 drüber. Können allerdings vorher noch den PZB-Modus umstellen, da wir ja eher ein Lokzug sind. PZB-Modus O. Und dann schalten wir die PZB an und aus, und dann sind wir jetzt in der oberen Zugart. Dann würde ich sagen, Zugsammelschiene aus und allons-y. So, Leistung abgeschaltet. Und dann achten wir darauf, dass wir mit Befehl 40 drüber fahren. So. Und Befehl 40 leuchtet auf. Das heißt, wir können loslassen und beschleunigen. Wir
dürfen eh nur 40 fahren, daher befreien wir uns jetzt auch gar nicht. Huch, hinten haben wir keine... Achso, Moment, wir müssen anhalten. Vielleicht besser nicht jetzt einfach irgendwo aufstehen. So, für 2 Minuten warten. Ich denke mal, wir müssen gleich den Führerstand auch wechseln. Ne? So. Okay, und einmal... nicht verwendet. Okay. Dann können wir, glaube ich, soweit Fahrschalters auf aus, auf B, AFBs auf aus. So, dann wechseln wir einmal den Führerstand. Ja, wundervolles Repaint. Sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Und einmal hoch. Und einmal hoch. Ah, wir haben den Schraubenzieher gewechselt. Okay. Wusste ich nicht, dass wir das machen. Hauptschalter ist an. Dann machen wir uns die PZB und die LZB auch noch an. Und dann schauen wir, dass wir gleich fahren dürfen. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns, wie gesagt, einfach nochmal das Repaint an. Wie gesagt, oben mit den 2 Stromabnehmern die Version. Es gibt aber auch die Version mit den 4 Stromabnehmern. Je nachdem, welche man gerade selbst ausgewählt hat. Da ist man selbst vollkommen frei. Und das Ganze, den Link dazu gibt es dann auch später. So, einmal geguckt, dass wir Spitzensignale anschalten. Spitzensignale hätte ich gerne an. Huch. Ja, aber nicht in Rot, sondern gerne in Weiß. Spitzensignale bitte. Das sind keine Spitzensignale. Was habe ich falsch gemacht? Vermutlich habe ich was am anderen Führerstand falsch eingestellt, ne? Na? Hier mal das Schlusslicht an. So, jetzt klappt das hoffentlich. Nö, na gut. Dann lassen wir es so. Dann fahren wir halt so mit vollkommen falscher Lichtkonfiguration. Gut, it is wie it is, kann man nicht ändern. So, wir fahren mit VMAX 25. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt schon eine Zugfahrt sind oder nicht doch eher eine Rangierfahrt. Ja, also Spitzensignale bitte an dieser Stelle dann einfach vergessen. Dass das Licht vollkommen falsch eingestellt ist. Warnsignale. Nö, macht auch keinen Unterschied. Dann lassen wir es so, wie es ist. Ja, sehr schön Hector-Ray-Lackierung. Sieht wirklich toll aus.
Ist, glaube ich, aus Schweden, das Unternehmen. In Schweden fährt man halt mit etwas anderer Lichtkonfiguration durch die Gegend. Da ist noch eine 101. Die Nordwestbahn steht da auch schon bereit. So, fortfahren gemäß Signalbilder. Okay, wir dürfen wieder mit Befehl 40 drüber fahren. Machen wir auch. Da links noch ein Taurus und ich glaube eine 146, die sich da auch noch versteckt hat. Ist das eine 185? So, einmal Befehl 40 gedrückt halten. Und wieder loslassen, sobald es aufgeleuchtet ist. Sehr schön, DB-Mitarbeiter für DB-Mitarbeiter. Impulsgeber, Impulse geben, Kultur erleben. Sehr gut. So. Genau, dann müssen wir noch die Lok dahin fahren und parken und ich glaube, mehr müssen wir dann auch nicht machen. Dann sind wir auch schon durch. Es sollte auch, wie gesagt, eher nur so eine kleine Vorstellung des Repaints sein, dass wir das hier mal auch in Action gesehen haben. Dass es wirklich, wirklich toll aussieht. Ist gar keine Frage. Okay, sollen wir uns einfach mitten auf der Hauptstrecke jetzt hier hinstellen? Warten für 2 Minuten. Okay, mal schauen. Ich denke mal, wir müssen wieder den Führerstand wechseln. Ja, machen wir noch mal was an den Spitzensignalen. Nee, lassen wir so. Ich dachte, das endet hier, aber anscheinend haben wir noch ein bisschen was zu fahren. Ah, jetzt sind sie wenigstens aus. Und einmal hier wieder rein. So, jetzt ist wieder der Panto. Ja, wechselt von alleine. Interessant. Hauptschalter ist aber auch schon wieder drin. Das ist ja mal interessant, diese Signalstellung, oder? Also, das Sperrsignal hier vorne zeigt Halt und hier vorne wird uns Halt zu erwarten signalisiert. Mal schauen. Okay, wir müssen ja sowieso erstmal noch warten. So, wie sieht es mit den Lichtern aus? Oh. Immer noch nicht so ganz ideal. Spitzensignale. Nee, also irgendwie kriege ich die Spitzensignale nicht mehr an. Ich weiß nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Nö. Passiert nichts. Nee, passiert nichts. Na gut. So, wir dürfen fahren. Auf geht's. Mit Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung.
Beeinflussung. Und fahren 400 Meter. Ah, jetzt geht's vermutlich für uns in die Abstellung da vorne zu den anderen Loks. Dort schläft dann unsere Lok. So, Weichen müssen wir hoffentlich keine umstellen. Ich habe das jetzt nämlich nicht kontrolliert. Nee, das passt. Gut. Jawohl. Nicht, dass wir jetzt hier gegen irgendeinen anderen Zug hier fahren. Und hier vorne wird dann unser Fahrzeug abgestellt. So. Jawohl. Warten Sie einen Moment. Müssen wir jetzt nochmal irgendwo hinfahren? Ah, müssen wir vielleicht auf die andere Seite des Zuges? Kann das sein, dass wir hier dran müssen? Aber dann hätten wir doch direkt heranfahren können, oder? Nee, okay, gut. Das hat jetzt hier geendet. Genau, aber so viel dazu. Der Zug. Wir könnten jetzt natürlich hier 2 Stunden und 20 Minuten hier noch sitzen bleiben. Dann könnten wir einfach weiterfahren. Aber das machen wir jetzt nicht. Sondern ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, Link zu der Mod dürfte dann spätestens heute Abend dann in der Videobeschreibung drin sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut und ciao.